Willkommen zurück hier bei Sigurd of Evermore. Und wir hatten doch letztens dieses Schlammmonster da besiegt und dann nochmal diese David da getroffen, wo wir einen Pfeffer gekriegt haben, und dann den Stein hier zu bewegen, den hier, den da oben da. Und ich hatte eigentlich vorhin noch vor der Aufnahme jetzt noch ein bisschen Geld zu sammeln, damit wir noch ein paar mehr Ausrüstungsgegenstände oben uns holen können. Aber ich habe ja außerdem noch gesehen, dass uns hier ein Zauber fehlt. Hier fehlt uns ein Zauber. Nämlich dieses Energieschild da vom schlauen Bär, den wir auch gerettet haben. Und ich würde mal vorschlagen, den holen wir uns jetzt einfach mal. Den Schildzauber. Und ich war natürlich wieder von der Schlingpflanze gleich mal lieb gehabt. Oder gleich mal verschlungen, weil ist ja und so. Aber ich habe mal ein bisschen versucht, hier noch was rumzuschrauben an den Einstellungen da. Und damit das nicht mehr so oft hier abstürzt, bei den Übergängen von den Bildschirmen, was heißt Bildschirm oder Map-Übergängen. Ich will ab und zu doch nochmal laden oder speichern. Hier wegen Vorsichtsmaßnahme und so, aber da werden wir einfach mal hier einen schlauen Bär ansprechen. Du hast schlauen Bär aus der Käferstappe gerettet. Das hast du sehr gut gemacht und du redest in der dritten Person. Das macht mich etwas schutzig, aber egal. Ich könnte dir eine neue Formel geben. Was nimmst du? Was nimmst du, hä? Hab ich nicht ganz kapiert? Ja, es ist ein Energieschild. Nimm ein Stück Lehm und etwas Asche, um deine Abwehrkräfte zu stärken. Das ist ja sehr geil. Die haben wir nämlich, das Energieschild haben wir nämlich vergessen zu nehmen. Das da. Was wir jetzt schon... Oh, pff, 58 Mark können. Das ist ja sehr viel. Wieso können wir das so viel? Ich will mal gucken. Und was brauchen wir das dazu? Kraft, Energieschild, Lehm und Asche. Oh. Lehm und Asche brauchen wir dazu bloß. Das ist ja krass. Oh, krass. Und dann würde ich mal sagen, dass wir einfach mal jetzt hier. Haben wir uns endlich mal das Energieschild geholt? Ich glaube, der Sound im Hintergrund ist ein bisschen leise, oder? Ja, ne? So minimal ist leise. Oh, der ist bloß auf 10 gewesen. Ich muss den mal auf. Wieder ein bisschen höher machen hier so auf 15 oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich hatte über 15 oder sowas. Immer, wir können uns mal ausruhen. Das wäre ganz gut hier in the Hotel. Damit wir wieder volle Lebenspunkte haben. Grüß Gott und grüezi und hallo, willkommen in meinem Hotel. Möchtest du übernachten für 10 Krallen? Ja, sehr gewiss. Die Musik ist echt etwas leise, oder? Oder ist das nur, oder liegt das nur bei mir? Hier. An den Lautsprecher, weiß ich nicht. Hä? Hast du gut geschlafen? Möchte so schnell wieder speichern. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Auf Wiedersehen. Mach's mal gut, ja. Die Musik klingt irgendwie so dumpf. Ich muss da kurz mal was gucken, Moment. Da bin ich schon wieder zurück. Ich habe noch was beim Zahn nochmal schnell eingestellt und geschaut kurz. Weiß, warum es jetzt so dumpf klingt jetzt hier im Dorf. Aber scheinbar weiß ich es nicht so. Ich will es jetzt irgendwie so provozieren, dass dann wieder abstürzt oder sowas das Spiel hier, dann ist es halt immer ein bisschen blöd, ne? Das dann. Aber es scheint irgendwie jetzt zu gehen. Scheinbar. Habe ich es dann scheinbar doch hingekriegt. Ich habe vorhin nochmal so eine Art kleinen Stresstest gemacht. Bin ich dann so 20 Mal hin und her gelaufen bei so einem Bildübergang. Und das war manchmal erfolgreich. Also scheinbar habe ich es dann doch hingekriegt irgendwie. Das Kind ähnliches Mal abgestürzt bei dem Bildübergang. Scheinbar haben wir es dann doch geschafft. Jetzt 265. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein bisschen Krallen formen für neue Ausrüstung oder halt jetzt schon gleich weitergehen. Da ist halt weniger Schutz und so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, wir schauen mal kurz rein, was hier oben so gibt im Vulkan, wo wir jetzt sowieso hin müssen. Da gucken wir nämlich mal fix, was hier so gibt im Vulkan. Oh, das sind diese Raptoren wieder da oben. Diese Echsenraptoren, die wir auch im Friedhof hatten. Lava. Lichter Lava lecker. Ach, diese Witze dürfen eigentlich einfach nicht fehlen. Sonst ist das ja ein bisschen langweilig, wa? Oh, Hallo?
Jetzt sauber. Freund, Kollege. Und cool. Die halten noch was aus. Und der Rex erreicht Level 11 und hat mich gleich mal rausgebasht aus dem Bildschirm, was ich sehr uncool finde. Oh, 315. Da gehen wir nochmal kurz zurück, weil wir uns nämlich für 300 noch einen Teil leisten können. Und zwar ein Ausrüstungsteil da drüben bleiben, Kollege. Wenn wir mal sehr viel Geld übrig haben, können wir uns dann mal für einen... Oh. Hab mich doch nicht lieb so. Ist doch O12 reingefunden, nochmal extra. Das ist ja sehr geil. Da muss man jetzt immer Angst haben, dass das ein Absturz hier zwischen den Übergängen von Screen zu Screen. Habe ich da jetzt immer noch so ein bisschen Angst, aber das wird schon, denke ich mal. Wir nehmen uns erstmal die Panzerrüstung, würde ich sagen. Boah, sehr gut. Panzerrüstung 7 und jetzt gehen wir auf 4. Oh, wow, das hat sich gelohnt, scheiße. Das darf man nicht sagen natürlich, aber es ist ein bisschen blöd jetzt, dass man jetzt so ein bisschen Geld ausgegeben haben wir nicht. 150 halt. So ein Mist, ja. Das ist ja toll. Nee, nicht toll so. Nee, nicht so. Ja, mal gleich mal Energieschild ausprobieren. Da leuchtet man nämlich jetzt so lila. Das hat sich ja jetzt so verändert dazu. Abwehr bin ich jetzt bei 33 und erst bei 77. Mein Hund hat übrigens die Abwehr. What? Krasse Sache, Mann. Naja, ich wollte nur anmerken hier, dass ich mich dann vielleicht entschuldige, dass ich in Port 8 und Port 9 Club war, das jetzt nämlich ganz irre. Auf jeden Fall eine von den letzten Ports halt so etwas unmotiviert angehört habe. Da war es Club gerade so sonntags um nachts um 5 oder so, wenn ich da aufgenommen habe. Das sollte man Club nie machen. So übermüdet aufnehmen ist halt dann nicht so eine ganz gute Idee. Dann klingt man dann halt nicht so toll. Dann klingt man dann nicht so toll. 15 und 4, naja, geht, ne? Ich meine, wenn man übermüdet aufnimmt, kommt das dann halt nicht so cool rüber. Und da klingt man immer so unmotiviert. Finde ich etwas hinderlich. Das dann so zu machen, ich mal kurz konzentrieren hier bei den Raptoren jetzt hier was zu machen. Wie viel ist das noch? Naja, ist mir schon klar. Weil es erst Level 1 ist. Wir haben ja genügend Energieschilder, das können wir mal ausnutzen, dass wir so viel haben. Aber dann geht denn ja mal down. Was ist denn hier los? Endlich geht die mal down hier rein. Ich muss ja mein Sperrchen wieder aufladen. Und bin jetzt. Wir haben nur einmal. Das ist so toll. So, jetzt habe ich mein Speer aufgeschossen. Geht's hier lang? Oh, hier, was wird finden? 100 Krallen und ein Wasser gefunden. Das ist ja sehr geil. Jetzt haben wir kein Heilwasser. Jetzt haben wir noch 3 Blätter nur noch. Aber das ist ziemlich wenig, finde ich. Wie viel haben wir da jetzt? 405. Ich versuche das gar nicht mit der Kappe. Die wird bestimmt eh sowieso schwächer sein. Würde ich mal schätzen. Diese komische Kappe, die wir bei ihm noch kaufen können. Ich will das gar nicht probieren. Oh, die Raptoren sind so stark. Alter Schwede. Kacke. Oh Mann. Das finde ich nicht gut, ja. Oh Mann, machen die einen Schaden. Oh ja, bei denen kann man bestimmt gut leveln. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so oft so reingehe, aber ich bin so neugierig immer. Was bringt? Unser Hundesklub auch schon gleich bei Level 3. Oh, da müsste ich ja auch nochmal Verhalten umstellen, oder? Ja. Ich müsste mal Verhalten hier auf 2 stellen, wäre ganz gut. So. Kann ich jetzt auf Level 6 zwischen aufladen oder was? Ich weiß das gar nicht. Ne, ich kann nicht auf Level 2 aufladen. Boah, der macht 71 Schaden. What? What? Ist ja sehr gut, krass gut. Na komm her. Krödi. Exi. Was auch immer. Mach ich's halt so. Zack. Lehm gefunden. Hehehe. Sehr geile Sache. 57. Oh, 57 noch nicht, Schilder. Oh. Da können wir das ja leveln. Können wir das ja leveln, ja? Alter Schwede, was geht hier lang? Wo geht's hier lang? Ich will schon gar nicht mehr, was hier alles so passiert. Du hast genug Pfeffer. Den müssen wir drüben einsetzen, den Pfeffer da drüben. Also hier, im Erdbrocken. Oh, der kommt zu mir. Oh, der kommt zu mir. Wo geht der jetzt? Achso, in der Lava geht der. Da holen wir uns nochmal Pfeffer. Yay!
Und die lädt sich auch jetzt auf und macht auch mehr Schaden. Das ist ja richtig geil. Das finde ich echt, echt sehr gut, ja. Das finde ich geil. Wo geht es jetzt hier lang? Das ist ja sehr gut. Ah, hier haben wir uns gerade den Weg freigemacht. Ja. Oh, muss man kurz warten. Vielleicht ist hier eine Echse dahinter. Das wäre... Ich werde jetzt wahrscheinlich immer meine Sperre aufladen, weil die dann mehr Schaden machen. Und wir ja auch ein leichtes Spiel haben dann. Hundi, mach es! Hundi! Ah, Hundi! Mit deinen 93 Schaden! Alter, 93 Schaden? Krass. Hundeangriff Level 3. Oh, da ist schon Level 3 jetzt. Sehr geil. Da ist schon Level 3 jetzt. What? Oh, wie gut ist das denn? Boah, ist das gut, ey. 61. Oh, ich glaube, das dauert lange, oder? Bis der dann mal angreift. Jetzt mach halt, Hundi, mach halt. Oh, schade. Ha, 77. Boah, wie wir mal hier drauf sind, Mann. Da drüben gibt es noch was zu holen. Da kommen wir aber gerade nicht hin, das dann zu holen. Oh, wo geht es hier weiter so lang? Ach, hier oben ist irgendwo. Ja, die Echsen sind schon etwas stärker. Hier gibt's Haufen. Hier gibt's Haufen. Was ist mit dem Stein hier? Oh. Den habe ich gerade runtergeworfen. Cool. Den habe ich irgendwie gerade runtergeworfen. Es scheint mir so etwas so labyrinthmäßig angehaucht zu sein. Und wir müssen bestimmt hier lang. Ne, wir müssen erstmal hier lang, oder? Mach halt, Hundi. Was? 217. Okay, ich bin gerade etwas erstaunt. What? Oh, was, Hundi? 217, jetzt ernsthaft? Alter Schwede. Hundi, machst du ein Damage? Das ist ja echt mal der krasse Wahnsinn. Eh, krass. Krass gut. Mach es, Hundi. Mach es. Mach es. Du schaffst es. Alter, 231 Schaden beim Hund. What the fuck? Der ist jetzt schon ein bisschen überlevelt, ja. Das gebe ich zu. Oh, Hust. Hier, Hund, kriegst du gar mal ein Blatt. 40. Und noch eine Wurzel. Oh, geil. Da haben wir ja wieder jetzt Kraft auch. Ich muss unbedingt Wurzeln irgendwo herkriegen. Boah, ey, ich übe mal keine Wurzeln. Zack. Na, reingeschubst. Hier geht's lang und da geht's lang. Du hast genug Pfeffer, ja, mein Freund. Wo musst du den Pfeffer nochmal einsetzen? War das nicht irgendwo? Nee. Das war jetzt hier hinten. Ah, cool. Dann können wir den ja. Dann kann ich den ja von so besiegen. Kommst du nochmal vor? Nee, ne? Doch, hätte. Zack. Kann ich dich von so besiegen? Ha, cool. Ist überhaupt mal nicht gecheatet? Ah, nee, nie, ne? Zack. 60 nochmal reingedrückt. Freund, Kollege. Haha. So, tun wir nochmal Telekinese einsetzen. Win, win, win. Win, win, win. Ey, Vorsicht, Hundi. Da kommt ein Stein. Hundi? Hast du hier irgendwas? Gibt's hier irgendwas? Leben gibt's hier, cool. Dann müssen wir uns nochmal Pfeffer holen. Zwar hier. Machen wir wieder Telekinese. Das ist ja sehr, sehr geil. Sehr geil. Boah, Hundi. Hundi, Alter. Ist das krass. Hundi ist echt krass drauf. Der macht hier den bösesten Schaden, Mann. Aber dauert er übel lange aufzuladen. Ja, dauert halt übel lange aufzuladen. Oh, ich glaube, hier Level 1 reicht erstmal hier, ey. Boah, ich erreiche Level 12. Geil. Dankeschön. Um mal ein anderes Spiel Einfluss zu geben. Ich glaube, das reicht erstmal Level 2. Ich hatte auch das nicht so lange aufzuladen. Aber ich glaube, das reicht. Hier geht es noch irgendwo lang. 7-8. Haben wir hier nochmal geflutet. Was ist geflutet? Ja, halt. Die Lava weggemacht mit dem Stein.
Oh. Guck mal hier lang. Ha. Ho. Oh. 3 Schaden. Oh. Das ist ja lächerlich. Zack. Boah, echt, die haben schon 955. Was ist denn hier los? Oh. Das ist ja sehr viel. Das ist echt krass viel. An Krallen schon wieder. Hier gibt's nicht, ne? Doch, hier gibt's noch was. Eine Wurzel. Boah, ich werde bekloppt. Hier finden wir die Wurzeln. Das ist ja geil. Haben wir schon 2 Mal jetzt gekauft auch. Sehr geil. Wo, wie sind wir jetzt bei. Boah, ich bin immer so neugierig. Das entschuldige ich so ein bisschen. Bei 0,50 ist das Energieschild schon. Da macht's. Da hält sie. Da gibt's ja bald mehr Abwehr für uns. Level 1. Wo geht's denn hier lang? Oh, hier geht's irgendwo hin. Ja, ich weiß noch nicht so. Ich weiß noch nicht so, ob ich das hier so mache, so. Ja, hier geht's auch noch lang. Wo geht's denn da hin? Kann ich das hier irgendwie sehen? Irgendwie hoch. Ist ja komisch. Dadurch einmal mal meinen Telekinesis-Taub einsetzen. Egal. Bisschen Pfeffer verbraten. Wing, wing, wing. Wing, 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 wing. Wing, 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 wing. Wing, 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 wing. Und dann gehen wir gleich mal. Okay, wir gehen einfach mal gleich rein hier. Wir gehen rein. Oh. Sag ich doch mal hier, dass wir ja reingehen. Was ist hier so? Was ist denn das? Oh, ein Dino. Aha. Ein Dino, der baden geht. Das ist ja interessant. Was sind wir jetzt hier? In der Kanalisation? Nee, da will ich glaube noch nie reingehen. So kanalisationsmäßig. Will ich glaube noch nie reingehen. Ich weiß irgendwie nicht so. Ich will erst mal gucken, was drüben ist. Energieschild ist noch. Oh, nicht wahr. Jetzt ist wieder da. So, jetzt wieder da. Ah, haptisch. Und die 71. Boah, machst du? Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Weil ich da immer noch so überrascht von bin, was der für einen krassen Schaden hier drückt. Boah, ey. Boah, Alter. Drückt er einen Schaden? Ja. Oh, das geht gar nicht lang. Oh Mann. Oh, 117. Du erstaunst mich immer wieder. Und Kollege. Boah, ey. Boah. Die sind echt kein Ding, wenn die Echsen jetzt. Wir tun jetzt Unterstützung. Wahnsinn. Was gibt's hier? 4 mal Asche. Gib mir 4 Wurzeln eher. 4 Asche. Ja, blub, ey. Da haben wir unsere Energieschilder doch bald schon wieder. Tun wir wieder aufpushen. So, wird aufgefrischt. Asche, Asche. Ich hab genug Asche, ja. Mit der YouTube Money, wa? I got YouTube Money. I got YouTube Money. Das kennt das Lied. War ja auch mal so eine Parodie. Wo es wieder aufkam, dass YouTube-Porten ja so viel Geld verdienen. Und sich dann übelst die Sachen leisten können mit ihrem YouTube Money. Hm. Da gab es dann so ein Parodie-Lied darüber. Kennt ihr vielleicht. Wenn ihr so aktiv an der YouTube-Community teilnehmt und so verschiedene Videos schaut. Hm. Könnt ihr auch mal wieder so über verschiedenste Themen hier sprechen, ne? Während zu spielen. Wäre auch nicht schlecht, oder? Wir könnten mal unsere 6 Mal, okay. Wir könnten die Runde trainieren. Bam, bam, bam. 39. Wir könnten die Runde trainieren. So. Oh, 19 Mal Säureregen. Bam, 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 bam. Es regnet über euch. Ah, oh, oh. 3 bloß, oh, ist ja. Billig. Billig. 3, ey. 3. Nee. 11. Ja, la, geht so. So, und 15. So. Alle 3 was gekriegt. Ihr macht schon 10,50 Schaden, so, allerdings. Wir sind heute mal verschwenderisch. Zack. Bam. 15. Zack. Schlammbombe. Schlammbombe. Geben wir uns noch wieder Schild. Dass das auch wieder aufgelevelt wird. 103. Ja, noch 16 davon, dann war noch ein bisschen Regen hier. Da regnet es bei dir und blitzt bei dir noch ein bisschen, mein Freund, Kollege.
der Echsenmenschen. Ding, 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 ding. Du hast heute wohl einen schlechten Tag, weil dir regnet es bloß. Er hat einen schlechten Tag, ja. Oh, das wird ja nie was, ey. Du musst ja 5000 Mal einsetzen, ehe man hier hochkommt, ey. Ja, leveln wir unsere Trauma ganz kurz so zum Abschluss der Folge jetzt. Säureregenreich Level 1. Yay. Endlich. Muss. Wow, was für eine spannenden. Was für ein spannender Abschluss der Episode. Ew, Blitz. Zack. Natürlich können wir da jetzt nicht hoch. Boah, was? Es hat er was fallen gelassen, jetzt kommen wir da nicht hoch. Oh, ernsthaft? Na lol. Na lol. Ey, Mann. Boah, geil. So, dann stellen wir uns einfach mal hier hin und sagen einfach mal hier, jetzt hier in der nächsten, natürlich lässt du das Energieschild nach jetzt zu Ende der Episode. Ich würde aber einfach mal sagen, und Hundi schnüffelt das so ein bisschen rum. Und jetzt sage ich endlich mal vielen Dank für euer Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Secret of Evermore. Einfach, das sage ich einfach mal tschüss, ja, ne? Also, tschüss, ne? Ich weiß immer nie, was für ein Tschüss sagen soll. Ich mache immer so lange, weil ich jetzt so, ja, tschüss, ja. Aber ich finde das nur, ja, mach's gut, meine Freunde, und tschüss.